Das ist Triest. Für viele von uns ein wunderbarer Urlaubsort, für andere die Endstation der sogenannten Balkanroute. Unsere Italien-Korrespondentin Cornelia Wospanik zeigt uns gleich, was nahe bei Triest mit Flüchtlingen und Migranten passiert, die es über Bosnien, Kroatien und Slowenien nach Italien schaffen. Eigentlich sollten sie gemeinsam mit ihren italienischen Kollegen auf Patrouille. Aber wegen der Covid-Krise ist die slowenische Polizei jetzt wieder allein unterwegs. Sie nimmt uns mit in die Hügel hinter der Triestiner Industriezone. Hier ist einer der Schleichwege der sogenannten Balkanroute, deren Ende Triest ist. Aber es gibt noch andere Schleichwege im Karst. Nach 15 Tagen zu Fuß aus Bosnien kommt man auf einigen Wegen nach Triest. Dorthin, wo The Game, das Spiel, wie es die Flüchtlinge und Migranten nennen, endet. Und viele versuchen das Spiel immer wieder. Erst am vorletzten Wochenende wurde eine Gruppe von mehr als 100 Menschen aufgegriffen und sofort zurückgeschickt. Die, die es über unseren Hügel geschafft haben, erreichen Italien im Dorf Bagnoli della Rosandra. Knapp davor sind überall ihre Spuren zu sehen, denn hier wechseln die Flüchtlinge und Migranten die Kleider, schneiden sich sogar das Haar und wollen mit dem Bus in die Stadt, wie ein Buschauffeur erzählt. Es passiert oft, dass ich früh morgens hier Gruppen von Migranten sehe aus Afghanistan oder Pakistan. Zumeist 5, aber auch 10 oder 15 habe ich schon gesehen. Die haben Bustickets. Das heißt, es ist alles organisiert. Wir nehmen sie nicht mit und rufen stattdessen die Zentrale. Dann kommt die Polizei und holt sie mit dem Bus ab. Am großen Übergang Ferneti werden die Personalien bearbeitet. Hier treffen wir zwei Männer an, die ärztliche Versorgung brauchen. Im bosnischen Dschungel, so erzählt einer, seien zwei seiner Freunde gestorben. Seit 3 Tagen hat er nichts mehr gegessen. Ob sie wohl bis nach Italien gekommen wären, wenn sie nicht krank wären? Flüchtlingshelfer hier bezweifeln das. Sie sprechen von systematischen Rückschiebungen, selbst in Fällen, in denen Asyl beantragt werde, beziehungsweise der Verweigerung eines Asylantrags, also von einem klaren Gesetzesbruch. Wir haben Beweise dafür. Es gibt hunderte Interviews von Menschen, die um Schutz ansuchen wollten, aber es nicht getan haben. Wir wissen das aus Bosnien. Und dann gibt es Fakten, einfache Fakten. Warum suchen in diesem Jahr plötzlich hunderte Afghanen, Syrer, Pakistanis, Iraker nicht um Asyl an? Was dahinter liegt, ist klar. Man kann die Italiener nicht für dumm verkaufen, auch die Europäer nicht. Beim Asyl hat Italien ein System der schnellen Verfahren eingeführt. Innerhalb einer Woche kann entschieden werden, ob man Recht auf Asyl hat oder nicht. Aber an dieser Grenze soll es viel schneller gehen. Hier gibt es Kettenrückschiebungen, die auch niemand leugnet. Dafür hat man ein Abkommen mit Slowenien aus dem Jahr 1996 wiederbelebt. Alles sei rechtens, versichert der oberste Grenzpolizist in Triest. Minderjährige schieben wir nicht zurück. Jene, die schon in einer europäischen Polizeidatenbank sind, auch nicht. Und auch welche, die auf der Route gesundheitlichen Schaden genommen haben, die dehydriert sind oder anders krank, schieben wir nicht nach Slowenien ab. Alle anderen nimmt Slowenien zurück und reicht sie, sofern diese kein Asyl beantragen, auch schnell weiter an Kroatien. Normalerweise übergeben wir sie am nächsten Tag den Kroaten. Die müssen ja auch informiert werden über Zeit und Ort der Übernahme. Und was sagt er zu den Berichten über systematische Gewalt bei der Rückschiebung von dort nach Bosnien? Ich kann die Vorgänge an der kroatisch-bosnischen Grenze nicht kommentieren, weil ich die nicht kenne. Ich bin aber überzeugt davon, dass unsere Amtshandlungen und die unserer Nachbarn gesetzmäßig und im Einklang mit internationalen Abkommen sind. Wieder erzählen Flüchtlingshelfer anderes. In der Casa Malala, dem einzigen Großquartier in Triest, denn Asylsuchende werden hier in Wohnungen untergebracht, hat man manchen gesehen, der den Weg über die Balkanroute wiederholt versucht hat und von Behördengewalt berichtet hat. Es beginnt schon mit den maskierten Frontex-Beamten in der Türkei. Und dann geht es weiter mit Gewalt.
Wir kennen unzählige Geschichten. Die erzählen die Geflüchteten nicht nur, die Gewalt ist auch durch ärztliche Untersuchungen belegt. Wir wissen viel über das, was entlang der Route geschieht. Aber auch eine ganz andere Gruppe treffen wir hier. Afghanen, die nach 5 Jahren in Österreich einen negativen Asylbescheid erhalten haben und die Aufforderung zu gehen. Also nahmen sie einen Zug nach Italien und versuchen hier ihr Glück aufs Neue. Er hat an Afghanistan keine Erinnerung, weil er als Kind in den Iran kam. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Wo ist meine Liebe? Meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester, alles im Iran. Jeden Tag hier. Das ist meine Italien schließen und durchlesen. Was machen? Und auch für einen Kochlehrling war nach 5 Jahren Schluss. Sein Chef habe geweint, erzählt er. Seit 2 Jahren habe ich gearbeitet. In den letzten Jahren habe ich nichts bekommen. Meine Berufsschule angefangen, dann ich bin hier gekommen. Mein ganz Leben scheiße. Ganz Leben. Ich habe Privatwohnung gehabt. Alle. Es in einem europäischen Land nach dem anderen zu versuchen, auch das ist für die Helfer hier nichts Neues. Ob diese Männer in Italien Asyl bekommen, ist auch fraglich. Aber es ist ein Land, in dem in regelmäßigen Abständen der Status von Arbeitsmigranten legalisiert wird. Erst in diesem Jahr wieder. In Rom fragen wir im Innenministerium nach, was man von solchen Geschichten hält. Die Präfekten in Italien haben keine eigene Meinung zu haben. Wir haben die Meinung, dass wir das Gesetz umsetzen sollen. Damit wurden wir beauftragt. Der Präfekt von Triest wollte mit uns über die Flüchtlingsproblematik nicht sprechen. Der Regionalpräsident von Friaul Julisch Venetien sehr wohl. Er hat in der Flüchtlingspolitik keine Befugnisse, aber als Lega-Politiker eine eindeutige Meinung. In Wahrheit kommen die Flüchtlinge hier alle aus anderen europäischen Ländern. Das heißt, im Grunde hätten wir hier keinerlei Probleme, sie in das Land zurückzubringen, in dem sie europäischen Boden betreten haben. Alle EU-Staaten sind Demokratien. Das sollte also kein Problem sein, wenn wir die Aufgabe erfüllen würden, die wir uns gestellt haben, dass die Länder mit Außengrenzen diese Grenzen bewachen. An seinem Südende ist Italien die EU-Außengrenze, an der Solidarität von Europa gefordert wird. Hier an den Nordgrenzen reicht man das Problem zurück, an andere Außengrenzen und über die hinaus. Triest ist eben zutiefst mitteleuropäisch, auch in der Flüchtlingsfrage.